Liebe Leute, jetzt hallo auch nochmal auf YouTube an alle Leute. Wir starten hier jetzt hoffentlich ohne Probleme mal rein. Ich muss jetzt gleich am Anfang mal ganz kurz ein paar Geschichten einstellen, damit wir hier keine Zeit verschwenden, weil wir sind nämlich schon auf, haben schon auf Klick gemacht hier in unserer Victoria 2 Multiplayer-Runde. Die Zeit läuft schon mit 18 Spielern. Wer alles mitspielt und so weiter, werdet ihr nachher mitbekommen. Ich gehe da nachher auch mal noch ein bisschen drauf ein. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Ich hoffe, jetzt klappt alles. Und genau, ich spiele Großbritannien. Ich freue mich sehr. Es sind 18 Spieler, wie gesagt. Das ist eine tolle Runde. Tolle Leute dabei. Ich freue mich sehr auf diese Runde und hoffe, dass jetzt alles mal stabil laufen wird. So. Ein paar Bündnisse mit Russland und Griechenland. Beides menschliche Spieler habe ich auch schon in Auftrag gegeben. Das ist ganz wichtig hier schon mal am Anfang. Ansonsten werde ich ein paar Länder in meine Sphäre ziehen, nämlich diese hier, die Kutsch, und Burma werde ich reinnehmen, so schnell wie möglich, und die Ägypter, genau, so, mit Belgien möchte ich kein Bündnis, mit Transvaal auch nicht, dann entsende ich die Armee schon mal hier rüber, und hier schicke ich die Truppen. Also wir können auch die Flotte nach oben schicken. Oh nö. Bitte sag nicht, es ist schon wieder asynchron. Sag nicht, es ist asynchron, bitte nicht. Der ist dann asynchron. Keine Ahnung, wer ist asynchron? Es ist asynchron. Oh nö. Es ist asynchron. Geh davon aus, es gibt einen Rehost. Können wir nicht mal andere spielen? Können wir nicht zwei Routen separat machen? Können wir nicht einfach weiterspielen und alle halbe Stunde neu hosten? Das wäre halt wirklich sinnvoll. Ja, lass haben wir. Ja, Sinn mit dafür sind zu viele Leute. Macht keinen Sinn. Doch, ja. Das funktioniert bei anderen Runden halt auch. Ja, dann machen wir es. Aber nicht, was ist sinnlos? Man muss probieren. I don't know, ich weiß nicht, wie das ist. Das ergibt keinen Sinn, fertig. Nein. Wieso sollte das Sinn ergeben? Haben sie jetzt überhaupt... okay. Wie viele sind denn asynchron geworden? Einer. Ja, also ne, tut mir halt ultra leid, aber ich meine... Kannst du nicht unter Optionen jetzt mal ganz im Ernst einstellen, Hotjoin? Nein, ist nicht. Hallo, Schutz! Ja, aber West, Alter! West. Es gab ich noch mal vor eine Chromium, Zeit lang, ja, dass man das in der Option einstellen kann. Nein. Aber nicht in dem Game. Zwei. Okay, mimi. Also, weiterlaufen lassen. Wir lassen mal tut mir leid, in einer halben Stunde rehost und dann fertig. Ja, anders geht's nicht. Aber ich bin also ganz schade raus aus dem Ganzen hier, oder für eine halbe Stunde, oder... Nö, der kann einfach okay klicken und dann... Weiter geht's, oder? Ja, genau. Er ist jetzt halt asynchron. Wenn du asynchron bist, kannst du halt trotzdem Zeug tun. Es wird aber asynchron, es kann sein, die KI macht gleichzeitig was. Ja, aber wenn du Glück hast, ist halt nicht abfuck. Ja. Ich meine, was hast du groß vor? eBay? Außer Tekken. Ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich froh bin, dass ich Host bin. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, sobald nicht mindestens drei Leute asynchron sind, spielen wir halt weiter. Ja, wir mal 21 Schande. Und auch danke. Wenn, also sobald drei Leute Schande raus sind, ist halt Rehost oder alle halbe Stunde. Man kriegt dann endlich mal einen Informierkriegsgrund, ja, gegen Österreich, Untergang. So, also wir spielen weiter, liebe Leute. Sorry, Clashlord, dass das hier alles seine Zeit gebraucht hat. Das Spiel ist halt schon ein bisschen älter und hat da so seine Problemchen, wie ihr seht. Genau, wir haben schon mal die Technologie, wir haben die Regierungspartei geändert, dass wir selber Fabriken bauen können. Bündnis mit Russland und Griechenland ist eingegangen worden von uns schon. Und ansonsten überlege ich gerade, den Anspruch fingieren wir schon mal. Können wir auch mal kurz reinschauen. Hallo Janek, ich will einfach nur meine Ruhe. Ja, also ich kann auch gerne in einen anderen Channel gehen. Nee, alles gut. Ich wollte jetzt hier gerade nur mal mit den Zuschauern so ein bisschen erklären, was ich gerade getan habe. Oh, unser Kriegsgrund wurde aufgedeckt. Surprise. Gut. Alles Kriegstreiber hier. Ich bin hier der Friedliche. Sowieso. Ja, den Nils, den kennt ihr sicherlich noch aus der letzten großen Europa-Universalis-Runde, da mein Co-Kommentator, mein Geschätzter und hier der auch der mal am Mitspielen, beleidigen. Auch am Mitspielen mal als Österreich, ja. Ja, ganz spaßige, genau, Nation. Ich glaube, ich sollte beim nächsten Mal nicht kommen und in den Kaffee pissen. Oder einfach zu spät melden. Zu meiner Verteidigung, ich hatte an dem Tag wirklich was zu tun. Ja. Es war nur ein Tag und dann komme ich so irgendwie nach irgendwie 6 Stunden oder so, dass es diesen Link gab, gucke ich rein, was ist die beste Nation, die es noch gibt? Österreich-Ungarn. Oh, fuck my life. Ja. Ja. So. Alter, also... Und wir haben hier Darren als Preußen.
Genau, ah, Darren, AKA, hi. Grüß dich. Wahrscheinlich den Norddeutschen Bund, alles andere ist Zukunftsmusik. Yeah. Darf ich mal kurz eine Sache erwähnen? Ja. Frankreich hat einfach so wirklich das Megabit, das jetzt schon erstellt. Ja, geht. Das, was wir bei Frankreich halt aufpassen, also ich meine, wenn der jetzt halt, es ist ja okay, wenn er halt Wallonien futtert, das ist mir halt Latte. Ja. Sobald er halt mehr anfängt zu futtern, was nicht Afrika ist, ist halt nicht schwach. Frankreich ist auch eine starke Nation, ja, absolut, die nicht ja zu stark werden darf. Absolut. Genauso wie halt Russland, du, Preußen, logischerweise. Es gibt halt die, die nicht. Also vielleicht mal ganz kurz. Eine Macht, die stark werden kann. Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer. Wir wollen auch, es gibt ja hier in Victoria 2, es gibt ja diese Krisen. Und dann werden da ja alle Großmächte hingerufen. Und da wollen wir dann auch tatsächlich mal pausieren und ein bisschen miteinander reden drüber und so. Also auch ein bisschen RP ist hier im ganzen Laden auch. Und wir werden auch bestimmt nicht immer alle dieselben Bündnisse erhalten, hoffe ich mir. Also hoffe ich mir zumindest. Das ist nämlich so eine Sache, die ich gar nicht witzig finde in solchen Multiplayer-Runden, wenn immer alles über die gesamte Spieldauer quasi gleich bleibt. Das finde ich immer sehr schade irgendwo. Raid-Hackboxes. Ja. So, dann. Junge, meine Finanzen kacken so ab, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, bei jedem Einzelnen so. Der einzige Grund, warum meine Finanzen nicht komplett im Arsch sind, ist halt, dass meine, sich Gold habe. Bei mir sollten auch manche aufgedeckt. Was? Gold wurde noch nicht aufgedeckt. Yay! Ja, ja, aber irgendwann kommt's bald. Ja, bei dir, du kriegst ja jetzt gleich einen richtigen Finanzschub, wenn du dir, die Whore holst. Ja, dann gibt's auch richtig Gold irgendwann. Mhm. So, genau, Emre meint gerade, Yannick, der Stream hat richtig positive Bewertungen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ganz schön hier. Ich möchte hier auf diesem Weg einmal die Meme-Machine grüßen. Niantic. Niantic, Niantic. Ja, ja. Also hast du gesehen, instant rausgehauen, der Typ. Ja, ich hab, das war tatsächlich, das fand ich richtig gut. Das hat er mir ja erst in Steam geschickt. Das Bild, also war, fand ich richtig gut, ja. Tatsächlich. So, die hau ich aus meiner Sphäre raus, das war so abgesprochen. Und dann ich geht's. Ich verliere auch meine ganze Sphäre. Schnüpf. Entschuldigung. Was passiert? Ja. Ah, hast du, gibst du Portugal auf? Wäre ich? Nee, oder? Nee, Portugal habe ich nicht aufgegeben. Ah, nee, ah, okay. Ich hab Belgien aufgegeben. Ah. User joined. Hi, Nachbarn. Hi, hallo. Auch, das ist Russland, der Russe. Euer Nachbar. Also, der Russe. Hallo. Technisch gesehen wirst du auch zeitnah ein Nachbar mit ihm sein, Yannick. Ja, das stimmt. Wenn dann der dritte Afghanistan-Krieg kommt. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Das war nicht. Wir sind Freunde. Genau. Das war ja jetzt Kind, das war ja jetzt auch nicht Freunde. Oh, Gold, halt Gold, Gold. Airship Goldprovinz, nice. Ich will auch. Gold, deck dich auf. Endlich. Los. Ist die wichtige Frage. Brauche ich meine drei Clipper-Transporte? Emre fragt gerade schon, ihr müsst wissen, in dem unserem EU-Stream hat er auch immer gefragt, wann Leute sterben werden. Er ist das so ein bisschen Kriegstreiber. Und er hat gerade eben gefragt, wann Menschen sterben. Ich würde sagen, jetzt sind gerade eben schon ganz viele hier von Johore gestorben. Achso, ich dachte jetzt an meinen Spieler. Also ich glaube, der erste Spieler, der stirbt, ich kann ja mal einen Tipp geben, seine Regierungsfraktion heißt die Janitscharen. Also, ist mein persönlicher Guess für den Spieler, der als erstes drauf geht. Als ja, ob wirklich alle, als ob wirklich alle die Nähe, die Reaktionäre als erstes nehmen. Doch. Das ist so Meta. Was heißt Meta? Es liegt halt daran, dass du damit halt Fabriken bauen kannst. Also, es macht halt für manche Sinn, so weiß ich nicht, als Großbritannien zum Beispiel brauchst du es nicht unbedingt. Ja, habe ich aber auch gemacht. Okay. Plus, dann ist deine Bevölkerung halt nicht ganz so schnell liberal. Daran so schlimm. Hast du mal eine Warte, wie viel Erfahrung hast du mit dem Spiel? 6-7 Stunden. Okay. Ich hab noch nicht so viele Liberalen gesehen. Hab mal eine Wirtschaft von Liberalen kontrolliert. Das kaputt. Nee, ey, liberale Wirtschaften sind so für den Arsch. Ja. Plus meistens sind die Liberalen halt Pazifisten, was ja auch keiner will, sind wir mal ehrlich. Während Konservative und Reaktionäre halt eher militaristisch sind. Deswegen ist das halt deutlich geiler. Wo ich als Österreich ganz froh bin, meine Liberalen sind zumindest nicht liberal, sondern die sind für Interventionismus. Ja. Was ist denn eigentlich bei mir? Interventionistische okay. Liberal. Das kann sich wohlgemerkt, aber bei dir wird sich das, glaube ich, noch ändern. Weil dein, also die Parteien ändern sich alle paar Jahre. Ist Russland mal da? Ja. Ja. Kannst du kurz in irgendeinen VIP-1 mit mir gehen? Ja. So, oh, ich will ein Date mit dir. Oh. War Persien, oder? Weiß gar nicht. Ja, doch, ja, Persien. Alter, der Johannes muss auch noch seinen Namen updaten, sehe ich hier gerade.
Hat er nicht? Schämt halt. Ach, jeder weiß, wer Johannes ist. Richtig. Jetzt könnte meine Goldpools langsam aufpoppen. Jetzt wird langsam ein bisschen. Bisschen Schisse, Misse. Oh, ich leihe Geld in das Mal. Alter, mein Krieg wird vor. Mein Krieg wird als erstes fertig sein. Ja. Ja, also Emre, ich bin mir ziemlich sicher, dass in Großbritannien in den Kolonien viele Leute durch unsere Briten niedergemacht werden. Was willst du denn jetzt? Der erste Kriegstreiber, ich, oder was? Ja, Preußen ist der erste Kriegstreiber, danach kommt Schweden, danach kommt Großbritannien, dann Russland, dann Frankreich, dann fucking Ägypten. Mein Ding ist schon durch. Mein Ding ist schon durch. Mein Anspruch ist schon durch, ich führe schon Krieg jetzt. What? Achso. Ja, gegen Johore. Ah, lol, das zweite. Malaysia. Ah, Zulu. Ja, und gegen Zulu ist ein anderer, ja. Wir kriegen Anzeige. Oh Gott, Alter, was geht denn hier ab? Oh, nächste Goldprovinz, nice. Ich werde halt irgendwann wahrscheinlich, ich muss halt einen Türkenkrieg führen. Weil ich muss meine Infamie auch einfach mal voll kriegen. Ist ja langweilig. Mhm. Weil ich habe mal probiert, also ich habe überlegt, Bayern zu integrieren. Das funktioniert halt nicht. Nicht sinnvoll. Weil ich halt 3 Kriege gegen die führen muss. Und jeder davon halt 11 und einmal 22 Infamie kostet. So, bin mal ganz kurz oben. So, wir gucken mal so ein bisschen weiter, also was ich jetzt gerade gemacht habe. Wir führen ja hier den Krieg. Ich habe ein paar Fabriken in Auftrag gegeben. Ich wollte jetzt hier gerade nochmal gucken, welche Sachen wir denn brauchen, um so eine Clipperwerft zu machen. Da braucht man in der Provinz Holz, Stahl und diese komische Dings da, Seide oder was das ist, Tuch. Weil ich baue ich das hier tatsächlich in Nordwestengland mal. Eine Clipperwerft. Genau, und dann, wir haben hier auch schon eine. Vielleicht können wir hier das hier auch gleich mal upgraden und das hier. Und ansonsten ist hier auch vielleicht so. Wir hauen ein bisschen Geld raus. Und dann werde ich hier mal einen großen Bauauftrag geben, was Eisenbahnen angeht. Fällt mir so auf. Wie sieht's aus? Ja, wir können auch mal ganz kurz... Ah, hier oben, unsere Kolonien sind auch schon. Protektorat erstellen. Möglich hier oben, sehr schön. Und gucken wir mal in die Zeitung rein. Ionische Forschung abgeschlossen. Okay, das ist nicht so wichtig. Das ist auch nicht so wichtig. The Second Great Awakening. Strafkolonie. Argentinien und Bolivien führen den Krieg. Oh, das ist ein menschlicher Spieler, Argentinien. Gut, nur so. Wir gehen jetzt mal ganz kurz, weil ich jetzt gerade kurz Ruhe habe, oder? Ah ne, oh, wir müssen schon den nächsten Krieg erklären. Und zwar hier gegen Zulu. Und haben nochmal eine Goldprovinz bekommen. Und stellen uns mal hier oben hin. Und hoffen, dass meine Armee hier ausreichend ist. Um gegen diese Zulu-Armee hier zu gewinnen. Eigentlich sollte das schon reichen. Die sind nämlich nicht zivilisiert. Und sobald die Truppen hier in Stellung sind, gucken wir mal ganz kurz. Also gespielt werden die USA, Kolumbien, Brasilien, Argentinien. Natürlich wir als Großbritannien, Frankreich, Spanien, Preußen, Schweden, Österreich, Russland, Osmane, China, Japan, genau, ja. Oh, jetzt läuft er da runter, das gefällt mir eigentlich nicht so. Und wir können dann hier bald mal, wir greifen da glaube ich einfach direkt an, machen da nicht ewig rum. So, und dann schauen wir mal, 1840 darf ich nicht vergessen. Falls ihr seht, dass wir 1840 haben, dann sagt mir, dass ich hier eine Forschung auswählen muss, eine wichtige. The Sorrow, wir werden auch weiterspielen. Nächster Spieltag ist geplant, nächste Woche Dienstag. Ja? Also genau, wir wollen auf jeden Fall ganz gerne eigentlich weiterspielen. Wow, meine Flotte hat echte Probleme, weil wir nicht so viele Dings einkaufen können. Was unsere Schiffe so brauchen, das können wir alles nicht einkaufen, das ist ein bisschen doof. Ansonsten möchte ich hier überall mal unsere Eisenbahn ausbauen. Das geht aber gerade hier nirgends. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's auch. Hier geht's. Hier oben in diesen ganzen Bergprovinzen geht's glaube ich nicht. Hier allerdings schon. Hier lassen wir es ausbauen. Hier lassen wir es ausbauen. Das bringt nämlich uns mehr RGO-Output. Also da wird dann mehr produziert in den Gebieten. Genau. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie ein Tutorial zu Victoria geben oder so. Erstens, weil ich selber jetzt nicht so wahnsinnig gut bin in dem Game. Und wir jetzt in den letzten Tagen erstmal mich wieder ein bisschen eingearbeitet habe. Aber auch einfach so ist ein bisschen schwierig.
das jetzt im Rahmen einer Multiplayer-Runde so direkt zu machen. Was haben wir hier? Daily Telegraph, ein staatsweites Organ in unserem Staaten, hat einen Artikel veröffentlicht, der auf grafische Weise die Details des Liebeleben eines lokalen Politikers aufdeckt. Viele Asynchronen. Wir sagen hier mal das hier und dann gehe ich mal ganz kurz runter, weil viele Asynchronen sind. Schauen wir mal. Und weiter geht's. Und los geht's. So, hoffen wir mal, dass es jetzt wieder ein bisschen länger synchron bleibt. Deswegen will ich kein Bündnis. Dem Mexikaner gebe ich auch keinen Zugang. So. Gut, dann hoffen wir mal, dass jetzt das Ganze eine Weile länger synchron bleibt. Es tut mir wirklich leid für die Leute im Stream. Im Video merkt das ja, glaube ich, nicht so sehr. Und aber ein richtiger Spaß, das alles zusammenzuschneiden. So. Der Krieg hier unten gegen Johore läuft noch, sehr gut. Gegen Zulu haben wir ja jetzt ja auch schon angefangen und haben hier die erste Schlacht eigentlich auch gewonnen. Jetzt hat er sich hier nur zurückgezogen, das ist ein bisschen blöd. Wir gehen hier mal auf Geschwindigkeit 2. Und gucken mal, das Ganze jetzt auch hier läuft. Oh ja, und hier kommt nochmal eine kleine Truppe noch dazu. 3000 Infanteristen, sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass wir Zulu jetzt komplett besiegen. Haben wir auch geschafft und dann können wir hier mit der Truppe mal hier rüberlaufen, mit der Truppe hier hin. Und Texas will Militärzugang, brauchen wir, machen wir bestimmt auch nicht. So, und dann gucke ich gerade mal, ich überlege gerade so ein bisschen. Wir haben ganz viel Zeug gebaut jetzt in letzter Zeit. Wir könnten auch hier unten Eisenbahnen irgendwann mal bauen, aber das machen wir mal noch nicht. Wir werden mal ganz kurz nach London gucken. Ah ne, nicht nach London. Ich würde sagen, wir bauen mal hier in Liverpool, ist es schon auf 2. Brighton, nur eins pro Start, achso, gucken wir mal kurz unsere Häfen hier durch, den können wir mal aufwerten noch, ah hier können wir auch noch eine Eisenbahn bauen, gut, perfekt, das passt schon mal, den Marineschützpunkt baue ich auch noch aus, so und dann gehe ich jetzt mal ganz kurz runter, ich wollte gerade zu dem Amerikaner, genau, schauen wir mal ganz kurz. Der ist aber gemutet gerade. Channel switched. Mal kurz, ob er da ist. Sorry, dass ich jetzt gerade hier rüberfahre. Das ist immer, wenn ich auf meinen zweiten Bildschirm tappe. Sting. Ja. Ah, hi Nico. Eine Sekunde. Sting, wir haben es mit Direkt-IP gemacht. Genau. Und Emre, ja, würde mich freuen, wenn du gerne bei der nächsten Runde EU mitmachen möchtest. Sehr gerne. Nico, ich hab jetzt gleich... Au, oh, ich kann jetzt hier meinen ersten Krieg beenden, das mache ich noch ganz kurz. So, Johore ist annektiert. So, und zwar würde ich gerne dir jetzt per Mission diese eine Provinz geben, wenn das in Ordnung ist. Ja, klar. Ich denke, das wird unsere guten Beziehungen weiterhin stärken. Wie läuft der Krieg gegen die USA? Gegen Mexiko, meine ich? Läuft gut. Sehr schön, dann mache ich das jetzt per Mission, kann ich jetzt hier machen. Entscheidung, Webster, Ashburton, Vertrag. Du bekommst Caribou von mir. Weiß ich jetzt, wo die Provinz liegt eigentlich? Naja, ich weiß, wo die liegt. Ja, okay. Du bekommst Caribou von mir und ich habe nochmal eine Goldprovinz gekriegt, nice. Und ich verliere 2 Militanz und bekomme 21 Prestige. Sehr schön. Gut, wunderbar, wie läuft's? Gut, hast du gemeint. Ah, ist vorbei schon. Weißt du, kann ich da auch Kriegsgründe hinzufügen, gell? Das weißt du, oder? Dann hättest du gleich ein bisschen was erobern können von dem. Ja, okay. Ja, ist ja egal. Okay. Hat der Zeit alles. Okay. Gut. Du spielst dann, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, schon die normalen USA, oder? Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Kein Bock auf Sklaven. Frankreich und Belgien sind im Krieg. Interessant. Und Österreich ist da auch dabei und die Niederlande. Wow. Also ich bin froh, dass ich die aus der Sphäre gekickt habe. Aber das war auch ein bisschen abgemacht, das muss man dazu sagen. Belgien. Bitte? Ah, die Franzosen marschieren schon ein. Ja, ja. Das war aber auch ausgemacht so, dass ich da die aus der Sphäre rausnehme. Mhm. Dazu sagen. So, dann sammle ich hier mal meine Truppen so wieder. Gut, weil ich hatte jetzt nämlich schon 16 Infamie durch die 2 Kriege. Da die Popelkriege da. Ja. Deswegen mal abwarten, genau, wie es jetzt weitergeht. Ich habe jetzt tatsächlich... Ja, was hast du eigentlich jetzt vor? Jetzt hast du Texas bekommen, genau, du kolonialisierst da oder führst noch einen Kolonialkrieg sozusagen ein bisschen gegen die Dinge, oder? Ja, ja, genau. Ich hoffe, du schaffst es da, genau, aber bist ja voraus, ja, bei beiden, sehr schön. Gar kein Problem. Sehr gut, ja.
Naja, erstmal jetzt das alles kolonialisieren und dann warte ich ab, bis ich den Bürgerkrieg hab. Ja. Bisschen den Norden ausbauen kannst ja, gell? Das weiß ich ja, dass du, dann bist du nachher besser dabei, sozusagen, genau. Ich kann nichts bauen. Was? Fabriken? Achso, ja, wegen deiner Regierung, gell? Ja. Genau. Ich kann nur Projekte unterstützen und Fabriken upgraden, mehr kann ich nicht. Ich bin ja mal gespannt wegen USCA da unten. Da bin ich echt mal gespannt, wie du das machen wirst. Ups, die haben mein Bündnis abgelehnt, Leute. Wie du das machen wirst mit den USCA, weil aktuell sind sie ja noch nicht in deiner Sphäre. Also ich habe da kein Interesse dran übrigens, aber wegen Kolumbien, das wird mal noch spannend. Ich bin auf jeden Fall mit denen verbündet. Ja, gut. Und bei Venezuela bin ich gerade dabei, denen meine Sphäre zu holen. Ja. Hi, Olb, Olb. Genau, und... Und ich werde die auch ein bisschen mit ausbauen, also mit Eisenbahn und sowas alles. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir hier Positivismus, bin ich am Erforschen gerade. Hier haben wir unsere Armeen. Wie läuft der Krieg in Südafrika? Der läuft okay, wird noch belagert. Feindliche Armeen sind besiegt. Unsere Clipper werden, glaube ich, gerade mal zur Abwechslung mal ein bisschen repariert, kann das sein? Ah, jetzt kommt die CSA. Kapstadt bekommt von mir mal einen Hafen spendiert. Jetzt kommt die CSA, jetzt kriegt die langsam ihre Kernprovinzen. Florida ist schon an die gefallen. Ja. Ja klar, das ist jetzt normal. Ich meine, der Musch hat jetzt durch, sage ich mal, und dann wird es ja, besser. Ja, klar. Mal gucken, wer da wen unterstützen wird hier. Ja, also ich werde mich da raushalten. Also, ganz ehrlich. Wow, meine Anzeige ist voll verbuggt. Echt? Also meine Geldanzeige. Hier steht, dass ich monatlich 5000 minus mache. Okay. Keine Ahnung warum. Komisch. Was denn? Ich mache so viel minus, weil monatliche Ausgaben Bauvorhaben. Ah ja, klar. Von 5000. Ja. Aber weswegen so viel? Ich baue doch nur eine scheiß Konservenfabrik. Also die irgendwie nicht losgeht. Also ich hab für Bauvorhaben habe ich gerade, also ich habe insgesamt für den nationalen Vorrat gerade Ausgaben in Höhe von 31.000. Ah, jetzt weiß ich warum. Maschinenteile kriege ich keine. Hm. Deswegen wird die nicht gebaut. Oh ja, da bin ich gerade schon am Bauen von einer Fabrik. Oh, Russland führt auch schon Krieg. Ich muss mal ganz kurz mit Johannes reden. Ich bin mal ganz kurz weg. Aber vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin gute Nachbarn. Ja. Johannes? Ja? Du bist ja gerade mit Persien verbündet. Habe ich kein Problem ja. mit, im Prinzip. Aber die Geschichte mit Afghanistan hast du gesehen, oder? Was er da macht, oder? Ja, also ganz ehrlich, wenn man halt sagt, er kann halt nichts angreifen, dann... Also für mich ist das auch in Ordnung, also Afghanistan... Für mich ist das okay, also ich habe ihm gesagt, es ist okay, ich habe ihm gesagt, das soll das am besten mit dir abklären. Hat er nicht, ja. Hat er nicht, aber ist ja auch egal, also mein Gott, soll das halt fressen. Ja, ja, ich sag bloß, also... Ich werde ihm nichts mehr tun und ich werde jetzt Afghanistan auch nicht wegnehmen. Nee, das ist in Ordnung, dann muss ich ja mal mit ihm reden, was er dann noch so vorhat, weil... Ja, der wird sich halt da wahrscheinlich bis zur Grenze von Indien vorarbeiten, hier mit Kayalat und dem Ding da unten. Makran und Kalalat, oder was? Ja, ja. Ja, das wäre, mal, das halt wäre für mich Punkte okay. Das wäre für mich okay. Sind wäre nicht mehr okay. Weil Sind ist halt mit dem Gebirge und dem Fluss halt einfach gut als Grenze. Ja, da schwätze ich jetzt mal gleich mit ihm. Ja, red dann mit ihm. Genau, ich move ihn mal ganz kurz zu uns. User, hi, Tegan. Was? Hi, grüß dich. Das ist der Brite ist gerade hier. Genau. Und zwar folgendes: Ich wollte mal fragen, also ich habe kein Problem damit, dass du Afghanistan eroberst. Das passt für mich, ja? Aber der Brit hat ein Problem. Nee, ich bin Brite. Nein, ich habe kein Problem damit. Okay. Ich wollte nur mal fragen, was du danach noch vorhast. Also vielleicht Kalaka und Makrand. Aber sonst wollte ich Abu Dhabi auf jeden Fall haben, dass die Straße von von Humus also kontrolliere. Ja. Das wäre noch in Ordnung für mich. Also Sind wäre noch in meinem Interessensgebiet, auch wegen der Grenze und dem Fluss. Ja, und genau. So. Ich habe mir gedacht, du kriegst Indien und ich. Genau, wunderbar. Ich krieg den Hindukusch. Ja, perfekt. Das passt doch dann alles super. Das passt. Wir haben ja keinerlei Streitigkeiten. Und dann geht's nach Irak wahrscheinlich. Ja. Also wenn du es nur Skalal angreifen, erobern willst, was ich schätze mal, dass du es machen willst. Ja. Count on me. Okay. Oh, der Osmane ist gerade auch im Krieg mit dem Ägypter gerade.
Ja, der Osmane ist eh, der kam vorher zu mir und wollte erstmal kuscheln. Ja. Ja, das war. Ich weiß auch nicht, was er sich erhofft hat. Also. Werde ich eigentlich in Kriege deswegen nicht reingerufen, weil ich gerade selber in dem Krieg bin oder woran liegt das? Weil irgendwie, ich was hatte vorhin mein Bündnis. Oder war das in der Form Rehost? Ich weiß es gar nicht. Ich habe dieses Spiel. Wann kann ich Krieg, den Krieg beenden und wo? Wann kann ich. Du möchtest. Also, du machst dann erstmal Kriegsziel hinzufügen, weil du wahrscheinlich alles nehmen möchtest. Oder was hast du für ein Kriegsziel fingiert? Persische Eroberung von Westafghanistan. Okay, du willst nur Westafghanistan, nicht komplett annektieren, oder wie? Du kannst es ja noch hinzufügen, weil er kann das ja nicht komplett annektieren auf einmal. Genau. Das sind nur zwei Provinzen, dann hättest du eigentlich mit dem. Nein, ich meine mit dem einen Kriegsgrund, er muss das hinzufügen noch, dass er das auch noch haben möchte. Das, so muss er es machen, glaube ich. Mhm. Ah, ich muss auch Friedensvorschlagen. Ja, Frieden vorschlagen und dann. Ich habe aber keinen weiteren Kriegsgrund, ne? Ja. Oder kann ich einfach. Kann ich Add War Goal klicken? Also kriegst du. Ja, aber du kannst nicht einfach zwei Provinzen hinzufügen und dann sind das alle, sondern du musst dann. Also es gibt ein Kriegsziel, um das Land komplett zu annektieren. Hi Lord Warrior, ich spiele Großbritannien, wie man hier oben an der Flagge sieht. Genau. Hi Darth Malgus, freut mich, dass du da bist. Wie geht's euch? So, jetzt gucke ich gerade mal. So. Geld wächst, Dings wächst. Johannes, wie ist denn das eigentlich, gell? Eisenbahn, lohnen die sich auch für mich in Indien zu bauen? Schon, oder? Theoretisch. Ja, Eisenbahnen lohnen sich überall zu bauen. Okay. Geben doch einen Bonus auf Industrie, ne? Ja. Industrie, Landwirtschaftsoutput, eigentlich auf alles. Eisenbahnen sind. Ich muss erstmal zur Eisenbahn hinkommen. Die können alles. Poland can into Eisenbahn. Erstmal Dings rekrutieren, erstmal in Indien alles an Militär rekrutieren, was ich so hab. Dann gibst du ihnen, dann teilst du das auch zwischen deinen muslimischen und hinduistischen Einheiten und gibst ihnen Patronen, die sowohl aus Schweine- und Kuhfett gemacht sind. Ja. Das ist wirklich, was die Briten gemacht haben, ne? Dann gab es einen riesen Aufstand und die hätten fast ganz Großbritannien, Indien verloren. Ich bin mal ganz kurz oben, komm dann wieder. Channel Switch. So, gerade wurde gefragt, oh ja, sehr schön, Bauinfizienz plus 115%. Gerade hat Sorrow gefragt, was meine langfristigen Ambitionen sind. Also ihr seht, ich führe ja gerade hier in Zulu gegen Zulu-Krieg, ich habe hier Johore erobert. Ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass Malaya hier, diese Provinz von Siamesisch, Malaya hier von Siam, noch ein Ziel wäre für mich. Burma möchte ich unbedingt in meine Einflusssphäre kriegen. Punjab werde ich bald angreifen, um hier Punjab zu erobern, die Region. Den Rest will ich dann auch in meine Einflusssphäre nehmen. Dann noch Sindh in die Einflusssphäre und Kutsch. Und als Marionette wahrscheinlich Sindh eben irgendwie. Und ansonsten irgendwann natürlich geht es um Afrika. Wir müssen mal gucken, ob wir in Südamerika ein bisschen mitmischen können. Und ansonsten werde ich auch vor allem so eine sehr moderierende Macht versuchen zu spielen, weil wir einfach als Großbritannien sehr, sehr mächtig sind. Und da einfach so ein bisschen schauen, was da weiterhin passieren wird. Okay, der Krieg hier ist übrigens zu Ende. Frankreich hat tatsächlich Belgien was geholt, aber Niederlande nicht. Komisch, wundert mich ein bisschen. Und Johannes schreibt mir gerade, dass der Russlandspieler, dass Schwedens drauf anlegt. Der hat nämlich jetzt schon Dänemark hier oben zum Teil erobern und mit Frankreich und Niederlande verbündet. Das ist sehr interessant. Da müssen wir gleich nochmal mit Johannes reden. Check, passt. Ja, Johannes, ich hab's jetzt gesehen. Danke für den Hinweis. Der will offensichtlich, hat er sich ja mit Frankreich auch einen ordentlichen Verbündeten gesucht. Ich find's eh krass. Frankreich hat sich eh mit allen verbündet, kann das sein? Ja, also so schnell kann's gehen, ne? Mit den Franzosen. Da siehst du, wie verlässlich der ist. Falco hat mir gerade auch ein Bild geschickt. So, jetzt wieder Kleriker. Okay, wegen dem Chat, der ist ein bisschen dubios platziert. Ich platziere es mal drüber. Ich denke, hier passt besser. Danke, Heiko. Falls du es hörst, sonst schreibe ich es dir auch nochmal so. Gut, freut mich übrigens immer noch 45 Zuschauer. Sehr, sehr cool. Und wir haben unsere erste Technologie erforscht. Sehr gut. Ich bin mal wieder unten, ne? Ja, mach das. Plus, dass du auf den Schweden ein bisschen aufpasst. Ja, alles klar. User left your channel. Ich bin auch erstmal unten. Jo, bis dann. Ciao.
User left your channel. Mal hier die Artillerieforschung machen, sehr schön. Und dann hoffentlich ist dann auch irgendwann mal 40, dann können wir nämlich diese eine ganz wichtige Forschung machen. Ja, also langfristige Ambitionen, wie gesagt, vor allem einfach, auch hier das Suezkanal ist natürlich immer eine Option für uns, deswegen versuche ich Ägypten auch in die Sphäre zu packen, erstmal. Und ansonsten sehen wir dann mal, was so weiter passiert. Wir werden, wie gesagt, sehr moderierend auch in Europa auftreten. Können mal kurz auf den Konfliktkartenmodus gehen. Und da sehen wir, aktuell läuft noch nicht so wirklich was an. Das ist auch interessant. Kurze Info. Ja, wie lange wir noch spielen? Wahrscheinlich so 22 bis 23 Uhr. Ja, mit Zulu bin ich tatsächlich fertig. Das ist wahr. Das können wir mal machen. Frieden vorschlagen. Ziel annektieren. Dankeschön. Stellen wir die Truppen hier hin. Und Gibraltar kann zur Kolonialprovinz werden. Auch gut. Spanisch im Krieg mit Marokko übrigens. Genau. Und probiere ich mit Preußen gegen Frankreich zu verbünden. Wir haben eine kleine Regel. Und zwar, dass man sich aktuell nur mit einer Großmacht verbünden kann. Die Großmächte sind eben diese Fraktionen, die immer hier angezeigt werden. Das sind aktuell Großbritannien, Frankreich, Russland, USA, Preußen, Österreich, Spanien, Osmane. Und wir haben schon mit Russland eine Großmacht Verbündeten. Mit allen anderen kann man so viele machen, wie man will. Eben nur hier, diese Geschichte ist eben wichtig. Genau, also da schauen wir mal. Okay, Österreich ist auch im Krieg hier. Okay. Interessant. Der will offensichtlich, dass es sich hier schnell Italien formt. Auch interessant. Gut. Dann haben wir das jetzt mit Zulu auch geschafft. Das waren schon mal wichtige Kriege. Transvaal und Oranje werde ich auch noch in unsere Sphäre packen, sobald die anderen Geschichten fertig gelaufen sind. Für was die Sphäre? Die sind dann quasi... Ah, Venezuela kann jetzt mit uns ein Bündnis machen, das ist gut. Warum die Sphäre? Da geht es eben um den Markt. Also wenn die in jeder Region oder in jeder Provinz wird eben was angebaut. Zum Beispiel hier Calabozo wird Kaffee angebaut. Und wir können dann, wenn die in unserer Sphäre sind, auf das, was bei denen produziert wird und von ihnen selber nicht verbraucht wird, als erstes zugreifen. Und dann erst andere Länder. Und dann geht es eben erst auf den Weltmarkt. Und dann kann auf dem Weltmarkt eingekauft werden. Hier seht ihr den Weltmarkt mit allen Rohstoffen. Hier unten sieht man unseren Bedarf von Regierungen, Fabriken und von der Bevölkerung. Und so weiter und so fort. Und eben hier in der Produktion, seht ihr ja, bauen wir ganz viele Sachen. Unsere Kapitalisten bauen einiges, wir bauen einiges. Und so weiter und so fort, genau. Da fällt mir gerade ein, wir haben hier in Wales auch eine sehr, sehr geile Provinz mit Schwefel. Also gut, hier Inverness, aber auch hier. Und mit Kohle und mit Eisen, da gucke ich jetzt mal ganz kurz rein. Da haben wir schon mal eine Stahlfabrik, haben wir hier schon. Vielleicht bauen wir tatsächlich noch eine Sprengstofffabrik hier. Und aber Dünger braucht man da auch und Munition. Dann bauen wir erstmal mit Düngerfabrik hier. Super. So. Oh, jetzt machen wir aber fett Minus gerade. Okay. Ja, es gibt da nicht unbedingt eine Regelung, aber Preußen und Österreich gibt's. Deswegen wird es hier Großdeutsches Reich wohl eher nicht so werden. Übrigens, wenn der Preuße das Großdeutsche Reich gründen möchte, dann werden wahrscheinlich da mehrere Länder ihm aufs Maul geben. Weil das können wir natürlich nicht zulassen. Großdeutsches Reich ist viel zu mächtig, das geht natürlich gar nicht klar. So, jetzt machen wir gerade echt ein bisschen Minus. Ich gehe jetzt mal ganz kurz mit unseren Steuern von der Oberschicht auch ganz hoch. Weil die Oberschicht bei uns jetzt gerade eh nicht so wichtig ist, was die Projekte angeht. Super, dann gucken wir mal ganz kurz hier. Ja, Nightic hat mir gerade wieder einen Link geschickt. Zu einem Meme. Genau, Nightic, ja, so ist es. Kannst du ja auch gerne mal in den Chat noch posten, dann muss ich es nicht machen. Sind ja auch deine Memes. Frankreich und Tunis sind im Krieg, ja. Niederlande war ja auch hier im Krieg gegen Belgien. Schweden hat da einen Krieg geführt. Osmane führt gegen den Ägyptern den Krieg. Gefällt mir eigentlich tatsächlich nicht ganz so gut. Aber ein bisschen was hier oben lasse ich ihn erobern, nur Ägypten geht halt gar nicht klar. oh ja, wir können Kutsch übrigens zu unserer Fähre hinzufügen und dann können wir hier auch, da brauchen wir ihn nicht mehr weiter beeinflussen, würde ich sagen.
Und dann mache ich an der Stelle. Oh, Queen Victoria ist Königin. Genau, wir entlassen Hannover. Unser Einfluss ändert sich, aber wir kriegen Prestige. Damit ist Hannover jetzt raus hier und wir lösen auch das Bündnis auf. Ist kein Interesse mehr dran. Genau, so. Und damit mache ich jetzt mal an der Stelle, glaube ich, auch einen kleinen Cut. Und wir hören uns beim nächsten Part wieder. Aber keine Sorge, im Stream geht es natürlich weiter.